So, hallihallo zusammen. Und hier geht's weiter bei Metro 2033 Redux Version. Ja, wir sind jetzt in der Bibliothek. Wir sind natürlich wieder allein gelassen worden und wir dürfen jetzt schauen, dass wir uns gegen den Bibliothekar ja eigentlich nicht schlagen, sondern dass wir uns ein Anseh-Battle, also angucken, Battle, liefern. Ich hab keine Ahnung, wie das enden wird. Natürlich, jetzt kommst du damit so ein Fuckfilter an. Mal deine Wurst da weg. Oh Mann. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Na schön, dass ich gerade noch vorher eine Unterbrechung gemacht habe. Bist du der Bibliothekar? Oder bist du ein Arschlochgegner? Also ich habe gehört, du tust mir nichts, ne? Solange wir uns angucken, gell? Gut. Oh, wir haben mehr Bibliothekare. Was? Ich habe einen Ausweis. Doch. Ich darf hier sein. Super, ich bin der Sackgasse. Du Arsch. Boah, nein, die werden jetzt schon nervig. Oh Gott, werden die nervig. Das Ich wird. war wieder allein. Ja, ich war auch allein. Das wird meine absoluten Lieblingsgegner werden. Halt die Backen! Ich hab nen Bibliothekarsausweis. Kann ich dich nicht einfach umnieten, mein Freund? Okay. Oh Gott. Das erinnert mich irgendwie voll an Alien Revelation. Ich wüsste, wo der Idiot jetzt ist. Hinter mir. Über mir. Rechts von mir. Da oben. Moment mal, man kann die töten. Oh. Hat er die Tür zugemacht? Du kleiner Penner, du. Nope. Ach Leute, mach nicht so eine Scheiße mit mir. Ich will doch nur, ach Mann, warum muss ich eigentlich diese Scheiße immer machen? Oh, das ist immer so linkisch, wenn du Gegner hast, auf die du nicht schießen. Hörst du? Lass mich! Nein! Alter! Dieser Bisskopf. Okay, mein Freund. Er hat angefangen. Er hat ja sowas von angefangen. Der hat sowas von angefangen, mein Freund.
Soll ich dir was sagen? Ich bin nicht mit dir eingesperrt, du bist mit mir eingesperrt, dass es klar ist. Scheiße. Wo geht's jetzt lang? Wo gehen wir lang? Nein, da gehen wir nicht lang. Wir gehen da lang. Ah! What? Hallo? Ey, 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 ey. Kannst du mal drauf gehen? Ja, tschüss. Okay, mein... Oh! Fuck! Du Arschloch! Du... Oh! Kommt der wieder... Mann! Oh. Ist das Eck anstrengend. Ja, natürlich. Naja, wenigstens sind wir hier. Ey, wir haben uns aber, also... Wir haben uns aber eigentlich Respekt verschafft. Jetzt ist aber cool, dass ich... Oh, wir haben zwei! Hallo! Hani und Nani! Aua, ich hab dich angeguckt! Ich hab dich angeguckt! Ich hab dich angeguckt! Hau ab! Jo! Nee. Was schluckt der denn? Oh Mann. Na, das kann jetzt noch also das kann jetzt noch ein bisschen dauern, du. Hani und Nani sind hier. Hab dich gesehen. So, wie überlebt man jetzt diese Ecke hier? Aha, jetzt ist er gar nicht da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er... Jetzt habe ich ein Problem. Warum? Hau doch ab! Hau doch ab! Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ja. Ich hätte drücken können, ne? Sehe ich gerade. Naja, gut. Ja, wie soll ich das jetzt machen, jetzt mal ganz ernsthaft? Ich bin für fast jede Schandtat bereit. Ich will schon mal durch. Oh Gott. Was macht denn du? Ja, das macht die Sache natürlich ultra viel besser. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie viele von euch Affenkörbe sind denn... Oh Gott, nein. Oh nein. Oh nein. Es geht weiter. Da hinten steht er schon. Allzeit bereit, mir auf den Sack zu gehen. Ich sehe dich. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Okay, du hast mich auch gesehen. Ich weiß.
So, warte mal kurz. Können wir mal kurz drüber reden? Wie sieht's denn aus, wenn du brennst? Haben wir Bock drauf? Jetzt kommst du wieder mit dem Filter da an, ey. Ich habe ganz andere Probleme gerade, mein Freund. Es ist alles gar nicht so einfach, du. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach hier, guck mal, Tür. Nehmen wir die Tür. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Also ich fand... Och, come on, ey. Echt jetzt? Was sind noch mehr? Ja, genau! Mach doch ein Familientreffen hier unten! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, er nascht. Ja, klar, ich lese jetzt den Eintrag. Ihr könnt mich kreuzweise. Lassen wir ihn mal naschen. Ich muss ja da wieder raus. Oh no! Hallo? Schwimmst du hoch? Okay. Ich bin etwas orientierungslos. Es ist doch nicht euer Ernst. Ich hab dich gesehen! Mach die Fliege! Großes Affenbaby. Ach komm, ey. Hau doch einfach ab. Geh doch irgendwo hin. Ah, da. Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Da geh ich da lang. Keine Ahnung, ich laufe einfach mal hoch und hoch und hoch und hoch, soweit wie es geht. Und siehe da, es geht hier nicht weiter. Ja, kann ich mal drüben? Nein. Da kann ich lang. Wir kommen jetzt ins Nest zu denen, oder? Wir sehen jetzt die ganze... Ja, war mir völlig klar. Das war mir klar, dass dieses Gitter nicht da ist, um ein Gitter zu sein. Oh Mann, ey. Ich habe genauso wenig Lust wie ihr. Glaubt mir das. Nach dieser Mission müsste mir Polis eigentlich gehören. Jo. Und ich dachte, ich spiele hier mal so einen Shooter. Metzel alles weg. Der Band. Da geht's nicht weiter. Ich bin echt in ihrem Zuhause. Das war Onkel Fridolin. Und hier liegt Tante Gerda. Es gibt vielleicht mehr als einen. Leute. Aber süß sind sie ja schon, wenn sie schlafen, ne?
Ach komm, schade. Ich dachte, man kann es aufdrehen. Überall strömt Gas aus und dann haut man einfach mal so einen Flammengranat rein und dann hat man Spaß. Eieieiei. Okay, speichern, das heißt, ich bin so gut wie tot. Das ist Josef. Das ist der Faulste in der Sippe. Jetzt bestimmt. Hallo? Lass mich das jetzt aufnehmen. Bist du bescheuert? Sehr schön. Ich habe Josefs Schlüssel zu seinem Secret. Dass mir ehrlich gesagt sowas von Schnutzbieb egal ist. Auf die bisschen Munition kann ich sehr, 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 sehr gerne verzichten. Und da bin ich wieder. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich denke hierhin, ne? Aber ich würde jetzt gerne mal gucken, vielleicht kriegen wir den Schlüssel noch eingelöst. Ach, guck mal, da ist der Safe. Da ist der Safe für den Schlüssel. Meiner ist eh nur, ja, der Kram drin. Also nichts Wertvolles im Prinzip. Schlaft mal schön weiter. Lustig wäre ja, wenn wir dann an den schlafenden Gorillas da vorbeigehen. Oder an den Bibliothekaren. Und auf einmal fängt die Maske wieder das Piepen an. Ach, herrje. Also da das rauszufinden, ist ja pures Glück. Kannst du das bitte etwas leiser machen? Da unten schläft eine Familie. Na? Oh, da ist es. Da ist es. Genau, in der Schublade D6 ist der Ordner D6. Perfekt. Na, komm schon. Na, komm schon. Nee, oder? Eureka! D6-Dokumente gefunden. Ich muss nicht rausschleichen. Nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Ich will da nie wieder rein. Oh, diese scheiß Affen sind immer noch da. Verzeihung, Bibliothekare. Okay. Für 50 Kugeln bringe ich dich. Du kriegst von mir 100. Und lösch alle aus. Geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche, Artyom. Klingelt es bei dir, wenn du den Namen Karl hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Ja, toll. Machen Sie sie an.
aus dem Hieroden. Spartas aus der Basis. In der Zwischenzeit schau ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu... Freunde. Meine Güte, diese Bibliothek, die war jetzt nicht schön. Okay, Eintrag 2. Warum eine Kirche? Wegen der Stabilität ihrer Mauern? Oder weil Millers Kämpfer glauben, dass sie dort besser beschützt sind? Besser als überall anders? Es ist seltsam. Denn selbst jene, die fest auf beide Beine stehen, dem Tod ins Auge blicken und allen Einstanden nach so ziemlich daran gewöhnt sind, trotzdem noch den Schutz des Himmels suchen. Ranger sprechen nicht davon, aber ich habe gesehen, dass viele von ihnen Kruzifixe unter ihrer Kleidung tragen. Ich habe auch gehört, wie jemand sagte, dass die Welt nach der Apokalypse umgestülpt wurde, dass die Hölle nun im Himmel ist und die Menschen nun dann Zuflucht suchen, wo zuvor die Hölle war. Deshalb gibt es in der Oberfläche vermutlich keinen besseren Schutz als die alte Kirche. Ich verstehe nicht viel davon, aber diese Ikone und Fresken, die die Kirchenwände zieren, rufen selbst in mir eine Art Ruhe vor. Als wenn wir die Sünde, die von Gottes Hand geschaffene Welt zerstörten, noch immer auf Absolution hoffen dürfen. Noch immer um Rettung beten können. Mhm, genau. So kann man das natürlich auch sehen. Habt ihr Waffen? Hi. Wladimir. Dach. Nimm, was immer du brauchst. Umsonst? Was ist das? Diese mit schwere MG ist auf kurze Entfernung absolut tödlich. Okay. Ich glaube, wir haben eine neue Schrodi gefunden. Pass auf, ich probiere die jetzt mal aus. Anpassen. Wie? Okay, nehmen wir. Oder? Wie kostet du? Wie kostet das denn? Hallo? Ist es umsonst? Tatsache? Bin begeistert. In Blut nicht zu bezahlen. Das kann ich dir sagen. Nee, das lassen wir so. Das lassen wir so. Und das lassen wir auch so. Du hast auch nichts Neues, ne? Nee, das lassen wir so. Lassen wir so. Das lassen wir so. Das heißt, du hast auch keine andere Knarre, ne? Revolver. Galasch haben wir gekauft. Ja, dann nutzen wir mal die Schrodi. Cool. Alles voll machen, bitte. Alles voll. Ach, das ist das Teil. Ich bin gespannt. Hallo, Artyom. Hi. Schon erwähnt, mir gehört jetzt Polis. Nach der tollen Aktion. Nachdem ihr mich wieder allein gelassen hattet. Was ist mit dir? Eintrag 1. Khan, ich schulde ihm alles. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich jetzt in diesen Tunnel mit der Anomalie verrotten. Ohne ihn hätte ich die Bibliothek niemals erreicht. Wenn er nicht gewesen wäre, würde Miller mir niemals Beachtung schenken. Ich weiß wirklich nicht, welches Sorte Mann er ist. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt ein Mensch ist. Ja, Hunter hat mich auf diesen Weg geschickt, aber Khan ist derjenige, der ihn mit mir geht. Es ist seltsam, aber selbst Millers Untergebene, die keine andere Autorität als die ihres Oberst anerkennen, achten diesen wandernden Philosophen und glauben an ihn. Ich besitze eine geheimnisvolle Macht über andere Menschenseelen. Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal treffen. Ich habe zu viele Fragen, die mir sonst niemand beantworten kann. Ich glaube, das Buch. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Okay, hallo eine Khan. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom.
und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, den ganzen Feinschliff der Charaktere, so wie es jetzt gerade in diesem Tagebucheintrag beschrieben war, das kriegt man erst richtig mit, wenn man, glaube ich, die Bücher liest. Weil das Spiel selber kann es anscheinend nicht so, so transparent zeigen. Ja klar, es ist primär ein Shooter und die Leute wollen halt ballern. Was ja auch vollkommen okay ist. Aber ich denke, da gibt es noch viel mehr über diese Charaktere zu erfahren. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Weiß nicht. Bin ich bereit? Melde gehorsamst. Bin bereit, aber erst in der nächsten Folge. Wenn das okay ist für Sie. Weil ich werde mich jetzt kurz verabschieden und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder auf eine wunderbaren, todbringenden Mission unterwegs sind. Wo wir definitiv allein gelassen werden. Jetzt halt die Klappe, ich verabschiede mich gerade. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.